Für welche positive ganze Zahl n gilt, n Fakultät ist gleich 6 Fakultät mal 7 Fakultät? Herzlich willkommen zu Jagdmister X. Ich möchte mit euch die Aufgabe A10 des Kengo-Wettbewerbs 2023 für die Klassenstufen 11 bis 13 lösen. Für diejenigen von euch, die noch nicht mit der Fakultätenschreibweise vertraut sind, ist diese in der Aufgabenstellung auch noch einmal erklärt. Für eine positive ganze Zahl n ist n Fakultät. Für Fakultät schreiben wir so ein Ausrufezeichen. Also ist n Fakultät definiert als das Produkt der Zahlen von 1 bis n. Also 1 mal 2 mal 3 mal 4 und so weiter bis mal n, das ist dann n Fakultät. Es wird auch noch ein Beispiel angegeben. 4 Fakultät ist dann gleich 1 mal 2 mal 3 mal 4. Und der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, dass 0 Fakultät als 1 festgelegt, als 1 definiert ist. Nun wollen wir diese Fakultätengleichung lösen. Also n Fakultät ist gleich 6 Fakultät mal 7 Fakultät. Und ihr seht schon, die linke Seite ist einfach nur so eine einfache Fakultät. Und auf der rechten Seite haben wir ein Produkt von 2 Fakultäten zu stehen. Das heißt, uns müsste es irgendwie gelingen, diese beiden Fakultäten zu einer Fakultät zusammenzufassen. Und wenn dann hier nachher beispielsweise stehen würde, n Fakultät ist gleich 13 Fakultät, dann wüssten wir, dass n gleich 13 sein muss. Also wie können wir vorgehen, was müssen wir machen, damit wir diese beiden Einzelfakultäten zu einer Fakultät zusammenfassen können? Wir vertauschen zunächst einmal die beiden Faktoren, das heißt, wir können dann auch schreiben, dass n Fakultät das gleiche ist wie 7 Fakultät mal 6 Fakultät. Und 6 Fakultät lösen wir einmal auf, schreiben wir also als 1 mal 2 mal 3 mal 4 mal 5 mal 6. Und jetzt wollen wir einmal schauen, ob wir 7 Fakultät so ergänzen können, dass eine Einzelfakultät entsteht. Es müsste jetzt also irgendwie sowas entstehen wie 7 Fakultät und dann mal 8, mal 9 und so weiter, sodass wir das dann zusammenfassen könnten. Und dann benötigen wir also zunächst einmal die 8. Und 8 erhalten wir, indem wir 2 und 4 miteinander multiplizieren. 2 mal 4 ist 8. Mal 1 können wir vernachlässigen, weil das ist ja das neutrale Element der Multiplikation, ändert also unser Ergebnis nicht. Halten wir einmal diesen Zwischenschritt fest, dann ergibt sich n Fakultät ist gleich 7 Fakultät mal 8 und dann bleibt nur noch übrig mal 3 mal 5 und mal 6. Kann es uns jetzt irgendwie gelingen, dass wir vielleicht auch noch die 9 bekommen? 3 und 5 und 6 haben wir zur Verfügung. 6 können wir auch als Produkt von 2 und 3 schreiben. 2 mal 3 ist 6. Machen wir das einmal. Wir erhalten dann n Fakultät ist gleich 7 Fakultät mal 8 mal 3 mal 5 mal 2 mal 3, also mal 6. Und wenn wir uns diese Faktoren jetzt genauer anschauen, dann sehen wir, dass wir tatsächlich eine 9 bekommen können. 3 mal 3 ergibt 9 und 5 mal 2 ist 10. Das passt doch. Insofern erhalten wir zusammengefasst n Fakultät ist gleich 7 Fakultät mal 8 und dann 3 mal 3, also mal 9 und dann mal 5 mal 2, also mal 10. Und das wiederum können wir dann als Fakultät zusammenfassen. Wir haben dann also 7 Fakultät mal 8 mal 9 mal 10. 7 Fakultät ist ja auch 1 mal 2 mal 3 mal 4 mal 5 mal 6 mal 7 und dann geht es weiter mal 8 mal 9 mal 10 und das ist doch genau die Festlegung für 10 Fakultät. Also n Fakultät ist dann 10 Fakultät und jetzt sehen wir schon, dass n also 10 sein muss, damit diese Gleichung erfüllt ist. Also n ist gleich 10 und damit ist die Antwort B die richtige. Alles Gute, alles Liebe, euer Jagdmister X.